Yo Leute und herzlich willkommen zu der 6. Folge von Pokémon Karmesin. Ich habe gerade die letzte Folge aufgenommen und habe am Ende ein SD-Card-Error bekommen. Error bekommen. Bei meiner Facecam, beziehungsweise meiner GoPro, mit der ich meine Facecam hier mache. Und dann dachte ich halt, weil das hatte ich schon öfter, ja, die Aufnahme ist weg. Die Aufnahme ist kaputt, die Facecam ist für den Arsch. Aber, komischerweise ist das Video gespeichert worden, also die Aufnahme. Wahrscheinlich am Ende wurde sie abgebrochen, aber so wie das aussieht, habt ihr in der letzten Folge dann doch eine Facecam bekommen. Bis aufs Ende, wo dann quasi die, Warum kann ich mein Pokémon nicht rausschicken? Jetzt so. Anscheinend habt ihr eine Facecam bekommen, aber am Ende hat es halt abgebrochen. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal. Ich habe die SD-Karte trotzdem mal rein und raus getan wieder. Bisschen versucht zu pusten, so sauber zu machen. Und ja, wie ihr seht, in der letzten Folge haben wir was Krasses entdeckt. Ein krasses neues Feature. Und zwar den Autokampf. Warum besiegt das jetzt das Dratini nicht? Dartiri meine ich. Und ja, heute haben wir gesagt, gehen wir ein bisschen weiter. In Richtung Maselona City, glaube ich, hieß es. Und da ist ein Sonnenkern. Hallöchen. Kennt man schon. Aber wir haben es noch nicht encountered. Das mag ich sehr. Das ist ein sehr cooles Pokémon. So, jetzt sehen wir auch endlich mal die Kampfanimation quasi von Flamingo. Und die Attacken. Der hat coole Attacken. Fußkick haben wir ihm ja gegeben. Wir probieren die gleich mal aus, was die macht. Die müsste mehrmals treffen können, oder? Nee, nur einmal. Aber recht stark eigentlich, ne? Ups, was mache ich? Ah, hier kann man wechseln, okay. Stärke wird aber nicht angegeben. Wahrscheinlich ist das variabel. So. Doppelkick und tschüss. Okay. Und da ist der erste Trainer, den wir sofort begegnen werden. Ja, es macht richtig Bock. Also die letzte Folge war wirklich geil. Die hat richtig, richtig gebockt. Und deswegen nehme ich sofort die nächste auf. Aber nach dieser Folge kann ich nicht weiter aufnehmen, weil da muss ich unbedingt schneiden. Ich nehme das hier noch an dem Sonntag auf. Die Folge weiß nicht, wann die kommt. Da bin ich raus. Da bin ich überfragt. Eventuell Montag, Dienstag oder Mittwoch, keine Ahnung. Und wir haben letzte Folge auch zwei ganz neue Pokémon gesehen. Und auch ein Pichu, was hier auch schon wieder ist. Also hier sind auch wieder viele verschiedene Pokémon. Die Artenvielfalt ist sehr groß. Und wir überspringen direkt mal den Trainer anscheinend. Die Geweiher, die konnte ich noch nicht encountern bisher. Die waren immer zu weit weg. Werden wir immer noch nachholen. So, da unten ist der erste Trainer, den wir jetzt begegnen werden. Aber erstmal flexen wir vor ihm. Schau mal, kannst du das? Kannst du hier auch Autokampf machen? Ich bin eine EP-Maschine. Perfekt, ich habe alles gekauft, was ich brauche. So, dich hau mal weg. Oh, du kommst genau richtig. Du forderst mich doch bestimmt zu einem Pokémon-Kampf heraus. Ich könnte natürlich, um sicher zu gehen, dass die Facecam-Datei wirklich nicht beschädigt ist, immer wieder draufklicken zum Safen. Aber da muss ich jedes Mal neu synchronisieren. Ich würde sagen, so dreiteilig kann ich ja cutten. Oder in der Hälfte mal. Frubbel, genau. Das Pokémon kennen wir schon. Das ist auch in der Stadt rumgelaufen. Ist aber jetzt nichts Neues. Das kennen wir schon. Wir probieren mal Fußkick. Ich habe keine Ahnung vom Typ her. Ja. Na gut, für Level 5 war das jetzt gar nicht so gut eigentlich, ne? Pieksa ist auch eine coole Attacke. Eine Luftattacke. Und das ist sehr effektiv. Okay, das merken wir uns. Sie hat doch bestimmt noch eins, oder? Nein. War jetzt nicht der stärkste Auftritt. Och nö, man sollte wohl nicht feilschen, wenn man gar nicht kaufen will. Was? Feilschen? Wird Deutsch, ich weiß nicht, was du meinst. Oh, ganz viele Hopfsprossen. Ja, mal sehen, was unser Flamingo hier jetzt macht. So, was machst du jetzt? Das gibt EP. Er nimmt ein bisschen Schaden, aber die haben Angst. Schaut mal hier. Ja, komm, hau die weg. Also ein bisschen dumm ist der aber schon, ne? Weil schau mal. So, er fliegt durch die durch, aber erkennt die nicht wirklich. Muss man ein bisschen resetten manchmal. Ist ein bisschen schwierig. Das eine Hauptspross fliegt weg.
Und jetzt müssen wir eigentlich Palmo. Oh, hier spawnen immer wieder Hopsprossen. Okay, das heißt, wenn wir Hopsprossen encountern wollen als Shiny, ist hier vielleicht ein guter Spot. Wobei Züchten wahrscheinlich in dem Fall besser ist. Dann werden wir mal Palmo vorschicken. Weil der wieder ein Level drunter ist. Ich versuche alles immer so ein bisschen even zu halten, ne? Dass die alle relativ gleich sind von den Leveln. Ich guck mal, wo der nächste Trainer ist. Hier ist erstmal keiner da hinten. Okay. Du kommst mal mit. Hier ist eine neue TM. Und da, okay, das kennen wir. Sternschauer. Nice. Okay, ich bin ein bisschen paranoid. Deswegen gucke ich gleich nochmal, kurz nochmal, ob die Aufnahme läuft. Ihr müsstet jetzt ja ganz normal Vollbild sehen. Und ja, sie läuft. Ich habe mal wieder einen Wecker gestellt. Wann die Folge endet. Immer so um die halbe Stunde. Okay. Ist wirklich eine große Fläche hier, ne? Ist ganz schön groß. Ist mein Palmo noch draußen? Ja. Ist zwar nicht das Schnellste, aber es kommt. Okay, da ist noch ein Item. Okay, dann gehen wir mal zu dem Trainer. Und da beginnt wohl schon Messalona City, wie es heißt. Oh, da hinten ist ein Minun, glaube ich. Du musst dir unbedingt das... Ups, Entschuldigung. Du musst dir unbedingt das coole Pokémon ansehen, das ich eben gefangen habe. Oh, das Minun krabbelt hoch. Den Baum. Minun haben wir schon gesehen, aber noch nicht wild. Müssen wir noch encountern. Okay, in Kamehubs, das haben wir schon encountert. Und da ist unser Donnerschlag natürlich sehr gut. Ja. Elektro gegen Wasser, das weiß ich auch noch ungefähr. Also so die offensichtlichen Sachen weiß ich. Und ich glaube, Psycho gegen Kampf ist gut oder andersrum. Ich glaube, Psycho gegen Kampf ist gut. Und irgendwie Stahl, Eis war auch noch irgendwas. Pflanze, Wasser, Feuerpflanze, so ein paar Sachen weiß ich, aber halt wirklich nur so diese Haupttypen, so. Es gibt ja mittlerweile so viele Typen. Da bin ich ein bisschen überfordert. Oh, Junge, ich bin auch hier ein bisschen überfordert. Das ist eine riesen Fläche schon wieder. So, du klatscht hier bitte nebenbei die Pokémon weg und ich guck mich hier um. Okay, da ist die Berliner Mauer. Und wo geht's denn hier lang, bitte? Hier ist auch ein Trainer. Im Nichts. Wenn der kämpfen will, das wäre cool, weil das ist, ja, das ist cool. Das ist, da wird quasi auch das ein bisschen belohnt, das Rumlaufen. Nice. Arbeiter Xavier. Javier, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Shinox! Nice. Kennt man natürlich schon. Aber haben wir noch nicht gesehen. So, ich habe kurz geguckt auf meinen Timer. Er ist auch Elektro. Von daher... Ja, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts anderes ein, außer Ruckzuck-Keep. Ist auch nicht so gut, vielleicht doch. Ja, aber Donnerschock ist halt, naja, das gleiche. Wir probieren es mal. Wird wahrscheinlich noch weniger Schaden machen. Ja. Ja, da ist jetzt Palmo nicht die beste Option, aber das wusste ich natürlich nicht. Ja, keine Ahnung, da müssen wir uns irgendwie durchkämpfen. Okay. Aber er ist auch nicht sonderlich schlau. Und wir sehen auch oben an dem Pokéball-Symbol, dass er nur ein Pokémon hat. Das sieht man immer, wie viele er hat. Das heißt, das war's auch schon wieder. Ja. Okay. Da hinten geht's auch noch irgendwo hin, an so eine Klippe. Da bin ich mal gespannt. Da wird bestimmt was Cooles sein. Und wir haben $600 bekommen. Das ist viel. So, und hier ist noch ein Item. Vielleicht ist hier sogar ein neues Pokémon. Also... Ist ja relativ versteckt hier. Und er hat schon wieder ein Pokémon besiegt. Ah, okay, wenn man zu weit weggeht, dann wird er hergeportet. Macht schon auch Sinn. Kann er hier durch den Zaun kämpfen? Ja, kann er. Oder? Hä? Bekommt Palmo Schaden? Ah, wegen Elektrozaun oder was? Ist es ein Elektrozaun? Ich verstehe gerade. Bekommt er überhaupt Schaden? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das ist ein komischer Sound einfach nur. Okay, aber als ob hier nichts ist. Willst du mich verarschen? Okay, da hinten, aber da kommen wir ja nicht hin. Hä? Von wo aus soll man denn dann da hinkommen? Naja, irgendwie werden wir schon hinkommen, aber anscheinend geht es noch nicht. Vielleicht irgendwie von da hinten? Kommen wir hier hoch? Nee, ne? Nee.
Okay, ja gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Da kann man ja noch hochgehen. Und hier würde ich sagen, Pamo, kannst du erstmal ein paar Pokémon rasieren. Okay, aber die fliegen weg. Die sind schlau. Und hier ist eine Beere, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, was die Bären groß bringen. Also ich habe die auch noch nie wirklich verwendet. Oh, da rasiert er richtig, Pamo. Elixier. Ah, das füllt die AP auf. Auch wichtig. Sehr wichtig. Die Angriffspunkte, die sind ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob die eigentlich weggehen, wenn wir diesen Autokampf machen. Das wäre noch lustig zu sehen. Das wäre sehr wichtig auch zu sehen. Das wäre scheiße, wenn die weggehen würden, muss ich sagen. Wie kann ich das sehen? Nee. Ich glaube, die gehen nicht weg. Weil sonst wäre das Autokämpfen dann halt wiederum relativ sinnlos, weil... Naja. Ist ja Quatsch dann. Dann kannst du halt auch nicht so wirklich so oft machen. Wobei es natürlich das dann auch schwerer machen würde, aber auch ätzend irgendwie. Ist schon gut so, muss ich sagen. Wir checken nochmal, ob es wirklich keine AP gefressen hat. Nee. Okay. Sehr gut. Oh, hier sind auch verschiedene Pokémon und da ist auch ein Pamo. Das möchte ich sehen, wie Pamo seine eigene Spezies quasi killt. Oh, ein Sonderbonbon, sehr geil. Oh ja, da haut's alle weg. Und Pamo ist jetzt auch schon Level 12. Mobile rennt weg. Ah, jetzt habe ich auch so einen Encounter. Egal, wir fliehen. Es ist in mich reingeflohen. Da hinten ist das Pamo. So, jetzt will ich mal besiegen, wie du deinen eigenen Kameraden hier killst. Macht es das nicht? Will es nicht? Ich kann es verstehen. Nee. Das gibt's nicht. Ist das wirklich so, dass... Ah, okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, dass er quasi seine eigenen... Also, sich selbst quasi nicht umbringt. Wäre lustig gewesen, würde aber ein bisschen auch die Logik zerstören. Wäre aber ein lustiges Detail gewesen. So, hier kann man wahrscheinlich runterfallen. Ich weiß nicht, ob da bei der Höhe jetzt irgendwas passieren würde. Ja. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, alles mitgenommen. Ein Trank? Ah, er hat irgendwo ein Item aufgesammelt. Das habe ich übersehen. Gut. Danke. Das ist schon cool. Okay, dann geht's jetzt weiter. Zu einem nächsten Trainer. Und das ist wahrscheinlich dann auch der letzte Trainer vor der Stadt. Oder? Kommt da noch einer? Oh, ich glaube, da kommt gar keiner mehr. Haben wir einen übersehen? Haben wir diesen Typ da? Den haben wir, glaube ich, schon besiegt, oder? Ja, den haben wir schon besiegt. Okay. Da hinten ist noch ein Item. Diesen anderen Weg da, den werden wir auch noch erkunden. Aber vielleicht erstmal in die Stadt, oder? Na, ich weiß nicht. Macht eigentlich ganz Spaß hier. Jetzt gucken wir mal, ist da ein Gehweiher irgendwo? Das ist das einzige Pokémon, was ich gesehen habe, was ich noch nicht encountern konnte. Okay, ein Marill. Pamo geht es auch nicht mehr ganz so gut, aber oben ist ja ein Pokécenter. Der dürfte gleich aufhören, Autokampf zu machen. Noch ist er dabei. Der Tirifee, da gibt es auch als Item. Apropos Item. EP-Bonbon. Nice. Boah, es sind so viele Items. Ist das quasi das Eingangstor, ne? Zu Mesalona irgendwas City. Große Stadt und da ist, scheint ein Trainer zu sein. Das Ding ist, mit Pamo sollten wir jetzt nicht in den Kampf gehen, weil der natürlich ein bisschen geschwächt ist schon. Ja, schade, dass die Tiere wegfliegen. Das wäre natürlich eine EP-Falle. Aber bei ein paar haut er weg. Ja, doch. Hier ist ein guter Spot. Was machen die da? Kommunizieren die? Ich habe keine Ahnung. Okay, dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg nochmal von unten nach oben und gehen dann in die Stadt. Genau, da ist zum Beispiel ein Trainer. Und hier oben waren wir auch noch nicht. Okay, dann wechsle ich mal wieder auf Flamingo.
Nein, nicht. Nicht schleichen. Bei dem ist es auch so, dass man quasi einfach vorbeilaufen könnte. Krass. Davon bin ich wiederum nicht so der Fan. Dass man diese Trainerkämpfe skippen kann. Das finde ich nicht so geil. Okay. Boah, es ist so groß hier, dieses Gebiet. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas? Muss ja, oder? Oder waren wir da schon? Doch, hier waren wir schon. Okay. Dann gehen wir zum Trainer. Jetzt sind auch unsere zwei Teamkameraden fast schon gleich auf wie Krokel. Dann steht auch die erste Entwicklungsstufe von allen drei bald an. Nicht mehr lange. So, bevor wir zum Trainer gehen, gucke ich aber doch nochmal. Weil ich möchte jedes Item mitnehmen. Zumindest, was ich sehe. Netzball, ui. Glaube ich, für Höhlen ganz gut, ne? Oder war das... Ne, das war der Finsterball. Ich weiß nicht mehr genau. Netzball, glaube ich, für Käfer-Pokémon, oder? Oh, hier ist eine EP-Fabrik. Oh, wo geht's denn da hin? Wo geht's denn da hin? Kann ich überhaupt schon lang? Oh, das ist jetzt ein ähnlicher Fall wie am Anfang. Da gab es ja auch noch eine... Ah, okay, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Hat sich erledigt, aber viel... Ja, nee, das scheint nichts mehr zu sein. Mein Ohr juckt, komischerweise. Ja, dann gehen wir da nochmal weiter. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Oh, da oben ist auch ein Trainer. Ah, shit, bin ich gerade gelaufen. Das war, ist auch so ein optionaler Trainer. Was ich immer sehr geil finde. Trainer, die nicht auf der Hauptroad sind, wie vorhin der aus der letzten Folge. Oder war es letzte Folge? Ich glaube schon. So. Okay. Ja, da hoch gehen wir gleich. Oh, ich habe schon wieder die Orientierung ein bisschen verloren. Oh, in diese Plumo-Dings da, diese Purmel da, oder wie die heißen, in die läuft man gerne rein. Die sieht man überhaupt nicht. Ach, wenn wir schon oben sind, kommen, dann besiegen wir erstmal den. Dann gehen wir erstmal oben lang. Hallo. Guten Tag. Ich war gerade ein bisschen, erstaunt über ihren Körperbau. Wanderin Tabea fordert dich heraus. Die wirkt irgendwie maskulin. Oh, nice! Oh, Clone Cat! Oh, bei dem habe ich keine guten Erinnerungen. Ich habe den versucht, Shiny zu hunten. Und ich habe wirklich, ich habe gezählt. Ich glaube, es waren 2.000-3.000 Encounter. Bis ich dann irgendwann einfach nur noch züchten konnte. Ich konnte ihn nicht mehr encountern. Ich habe es nicht mehr gepackt. Und dann habe ich ihn irgendwann bekommen. Ich habe so viele Stunden verbracht, das in Shiny zu bekommen beim Pokémon Schwert. Oh, Gottes Willen, ey. Aber es ist halt echt geiles Pokémon. Und Shiny sieht halt wirklich nice aus bei dem. Ja, also das Shiny Hand, das wird hier auch noch ziemlich nervaufraubend. Was ist das? Ist das? Ah, das ist wieder dieses Ding. Okay. Aha. Bisschen unübersichtlich gerade. Was ist hier? Ein Äther. Das sind wieder Felinos. Da hinten. Hier habe ich noch irgendwo ein Item gesehen. Bin ich dumm? Irgendwo war hier doch noch ein Item. Ein Enton. Okay, ich dachte mir gerade schon, was ist das für ein großes Pokémon? Ah, da unten ist ein Item. Boah, Junge, hier geht's ja richtig ab mit den Items, ey. Also die sind schon wirklich nicht sparsam platziert. Und man kann hier durch die Büsche auch laufen. Boah, kommen wir hier rüber? Nein, kommen wir nicht. Ich hab's aus dem Wasser geschafft. Okay. Oh, das sind ganz viele Geweiher, ja? Jetzt müssen wir mal einen Geweiher encountern, oder nicht? Komm, treff es! Nein! Ja, ich glaube, die Geweiher, weil die halt wirklich komplett auf dem Wasser sind. Ich meine, das Kamehaps ist hier noch so halb auf dem Boden. Ich glaube, Geweiher können wir noch nicht encountern, glaube ich. Und auch das Item in der Mitte können wir noch nicht wirklich erreichen, wenn wir noch nicht schwimmen können. Das Carpador springt, das ist schön. Und jetzt holen wir noch die Items hier unten. Und hier ist nochmal eine Beere. Und ein Trank. So, waren das jetzt alle Items hier in diesem Bereich? Ich glaube schon.
Dann gehen wir zum Trainer. Ja. Hier, du. Ein Bauarbeiter. Sieht so aus, ein Stadtarbeiter oder so. Ah, nee, da unten war noch einer. Wir sind schon viel weiter, als ich dachte. Was ist das für ein Pokémon hier? Das ist wieder dieses Ding. Nicht besiegen. Okay, wir haben eine Münze bekommen. Wir können das Pokémon irgendwie noch nicht richtig encountern. Okay. Ist unser Flamingo? Ja, hat noch genug Leben. Dann gehen wir jetzt zu dem hier. Ich bin super stark, weil ich schon zwei Pokémon im Team habe. Wow. Ich habe schon drei. Akademie-Schüler Julio. Ein Marill. Nicht so beeindruckend. Bei Flamingo weiß ich auch nicht, wie viele Entwicklungsstufen er hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er nur zwei hat irgendwie, weil er jetzt schon relativ groß aussieht und ich nicht wüsste, was man da groß noch machen soll. Ein Flamingo, ich meine, was will man aus einem Flamingo rausholen? Da bin ich echt gespannt auf die Entwicklungsstufen, also von allen Pokémon. Honduster, Feuer, nehmen wir Pamo, wobei der hat wenig, ne? Egal, wir nehmen Pamo. Elektro, gut gegen Feuer. Der sollte das regeln. Trotz der niedrigen KP. Wenn nicht, dann haben wir hier quasi den ersten Tod eines Pokémon. In diesem Let's Play. Donnerstock. Sollte es eigentlich regeln? Ah, okay. Ah, oh, er ist aber dumm. Okay. Ja, dann war's das jetzt für dich. So, ich guck mal, wie lange die Folge noch geht. Nach der Folge muss ich eh mal Pause machen und schneiden. Ja, nicht mehr lang. 14 Minuten ungefähr. Meine zwei Pokémon. Und jetzt werde ich mal kurz die Facecam resetten, beziehungsweise die Aufnahme hier safen, damit die Facecam auf jeden Fall sicher da ist. Weg da. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir auch wieder die Facecam synchronisiert und die ersten Minuten sind auf jeden Fall schon mal sicher. Und jetzt bist du dran. Ah, er ist einfach weg. Wie wär's mit einem kurzen Kämpfchen auf dem Weg? Ja, Pokéball. Los, lass uns kämpfen. Das ist geil. Hausmeister Elvin. Hausmeister, was hat der für ein cooles Logo? Schluppuck. Auch noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Aber ein bekanntes Pokémon. Müsste Gift, Boden sowas sein. Ich glaube, Fußkick ist da ganz gut, oder? Nicht so effektiv? Ja, gut, aber er hat eh wenig Leben. Ja, 5. 5, Level 5 ist natürlich kacke. War das effektiv? Piekser? Wird uns nicht angezeigt. Okay. Pamo ist jetzt ein bisschen underleveled. Aber der hat halt einfach zu wenig Leben. Da müssen wir erst zum Pokécenter. Da müssen wir Pamo halt ein bisschen Auto kämpfen lassen nachher. Wieder ein Sonnenkern. Okay, okay, okay. Und vor dem Tor, habe ich gesehen, ist ja auch noch ein Trainer. Oh, hier haben wir eins übersehen. Ein Ball. Mit den Items ist leider halt auch so ein... Also es macht wirklich richtig das Spiel. Ist halt auch wirklich so ein Endorphin-Rush wieder, ne? Jedes Mal, wenn du so ein Pokémon, so ein Item findest, weil die halt so leicht versteckt sind, jedes Mal freut man sich halt. Und nachdem es so viele gibt, wirst du halt hier mit Endorphin-Rushes quasi komplett zugeschüttet. Und da ist noch eine Trainerin. Das ist cool. Ganz versteckt. Wir holen aber erstmal die Items. Wir werden vermutlich in dieser Folge noch in die Stadt kommen. Bin mal gespannt, wie langsam oder schnell ich bin. Das werde ich bei Nintendo mal nachgucken, wie schnell er so ist. Und ich habe auch gemerkt, meine erste Folge, die habe ich genannt Willkommen in der Paldea-Region. Das ist genau so hat Nintendo auch seine erste Folge genannt. Ich schwöre euch, es war nicht beabsichtigt. Ich habe es nicht geklaut, den Titel. Das ist mir halt einfach so eingefallen. Ich habe auch ein bisschen überlegt. Und dann dachte ich mir aber, das wäre das Beste. Und dann habe ich gesehen, Nintendo hat den gleichen Titel. Tja, das ist war nicht gewollt. Ja, da hinten wird safer sein. Kann man da runter? Wahrscheinlich schon. Ist da unten was?
Also ich sehe nichts. Eventuell lädt's nichts. Oder da ist wirklich nichts. Aber hier wird doch safe was sein. Irgendein Item. Also wenn hier nichts ist, dann gehe ich aus dem Raum. Hier ist nichts. Never. Hä, wofür wurde denn dann das gemacht? Können wir hier irgendwie über die Mauer? Oh, ich hasse sowas, wo man dann ewig laufen muss. Oh Gott. Für nichts. Also es kann sein, dass da unten was ist und es einfach nicht lädt, aber ich sehe hier nichts. Außer ein paar Pokémon. Hm. Ich werde es mal lassen. Wir werden lieber die Trainerin hier besiegen. Oder kann man hier runter? Okay, dann gucken wir doch. Nicht, dass da doch was ist und es nicht lädt und dann... Ja, dann ärgert man sich und muss es nachholen. Aber nö, hier ist tatsächlich nichts. Seltsam. Da ist aber was. Aber da sollten wir vielleicht nicht runterspringen, weil das ist ein bisschen hoch. Hoch kommen wir eh nicht mehr. Wenn wir schwimmen können, müssen wir da wahrscheinlich hin. Ich bin mal gespannt, wie das mit Schwimmen aussieht, was man dafür braucht und so. Und jetzt hauen wir erstmal kurz die Trainerin hier weg. Und dann gehen wir zum Pokécenter und dann hauen wir den letzten Trainer weg. Und dann gehen wir in die Stadt. Hey du, ich habe eine Frage. Was passiert mit Pokémon, wenn sie keine KP mehr haben? Ja, was passiert wohl? Luisa! Ich habe schon mal eine Luisa vorhin gesehen. Die sah genauso aus wie du. Bummels! Bummels mag ich. Letaking, letzte Entwicklung, ist auch sehr geil. Ich weiß nicht, was effektiv ist. Das war nicht schlecht. Müsste ein Normal-Pokémon sein. Am ehesten kann ich mir noch Pflanze... Ja, auch irgendwie so Boden vorstellen. Aber ich glaube, es war normal. Okay, das war jetzt auch nicht schwer. War auch nur Level 7. 420. 420. Die Zahl mögen wir. Okay, dann gehen wir noch zum Pokécenter und dann müsste eigentlich nur noch ein Trainer sein und dann geht's schon rein in die Stadt. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, aber wir werden erst heilen und dann gehen wir zu ihm hier. Weil ich möchte mit Parmo kämpfen, weil der ist ja ein Level drunter leider. Und ich habe jetzt auch noch gar nicht irgendwie das probiert, ob man jetzt wirklich immer fliehen kann wegen der Pokepuppe. Aber bisher waren ja auch relativ schwache Pokémon, wo man ja sowieso meistens flieht. Hier ist auch noch... Oh, hier ist wieder dieser Weg. So kommt man wahrscheinlich dahinter. Okay, aber das ist sehr weit der Weg. Von daher, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und hier, die Leute, die so eine gelbe Textbox haben, die sind anscheinend storyrelevant oder haben eine Quest. Denke ich mal, weil das ist ja schon auffällig. Ne? Also mit dem sprechen wir auf jeden Fall. Erstmal heilen wir aber. Und gucken, ob der irgendwie auch noch was anderes hat zum Kaufen. Noch brauchen wir ja nicht viel. Ich meine, Superbälle sind immer noch relativ unnötig, sage ich mal. Noch waren keine krassen Pokémon dabei. Ja genau, und die sagt einem immer Tipps. Vorhin, wo ich Offcam beim Heilen war, hat die mir auch einen Tipp gegeben mit den Kameras, dass es da verschiedene Modi gibt. Drückst du die ZL-Taste, kannst du ein Pokémon in deiner Umgebung anvisieren. Wirst du dann euch drücken? Okay... Beginnst du einen Kampf, okay. Also, damit triffst du dann 100%. Gut zu wissen. Also hier, das ist anvisieren, wenn ein Pokémon da ist. Wir gucken mal, ob er was Neues hat. Nee, genau das gleiche eigentlich. Ja, wir gucken mal kurz, wie viele Sachen wir haben. 25 Tränke, 29 Bälle. 7 Beleber mittlerweile schon. Ja, sind wir gut ausgestattet eigentlich. Okay, was willst du? Na, hast du Spaß an Kämpfen? Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß an Kämpfen? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone 1 gegen 9 Trainer, waren das jetzt schon, okay? 9 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokéliga diesen fantastischen Preis. Donnerwelle. Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten. Also schau auch gerne dort vorbei. Cool, dass man optional quasi so einen Bonus bekommt. Und Donnerwelle ist, glaube ich, sogar ganz gut. Das geben wir mal Parmo. Das ist zwar keine Attacke, die Schaden macht, aber die paralysiert das Gegner eben in 100%. Hat aber nur Genauigkeit 90. Aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall besser als Ladevorgang zum Beispiel.
Wobei, das boostet die Attacken, ist auch gut. Ja, aber zum Beispiel Kratzer oder Ruckzuckhieb ist jetzt beides nicht krass. Das sind sogar genau stark, ne? Genau gleich stark. Und nachdem Kratzer mehr AP hat, denke ich fast, dass ich einfach Ruckzuckhieb wegmache. Aber als ob das wirklich, als ob Kratzer genauso stark ist wie Ruckzuckhieb. Bei dieser stütze ich dann wieder. Naja, aber von den Stats ist es gleich. Von daher tue ich jetzt mal Ruckzuckhieb weg. Aber dann haben wir zwei quasi Passivattacken. Ja, aber Donnerschock und Kratzer ist. Na, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich Kratzer ist doch scheiße. Ist doch blöder als Ruckzuckhieb. Aber es ist genau gleich von Stats. Dann tun wir Ruckzuckhieb weg. Mal sehen. So, diese Passivattacken, die setze ich eh noch nicht so oft ein. Okay, in die Stadt gehen wir dann doch erst nächste Folge. Weil wir müssen noch hier diesen Trainer besiegen. Das ist also Missalona City. Ich bin zwar gerade mit einer Zustellung beschäftigt, aber gegen einen kurzen Kampf hätte ich nichts. Okay, mal gucken, wie lange die Folge noch geht. 5 Minuten ungefähr. Marcel. In der nächsten Folge geht's dann los in die Stadt. Ein Micro. Auch von Pokémon Schwert und Schild. Cool, dass es fliegt im Kampf und nicht am Boden einfach nur sitzt. Flug Elektro, da war auch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was gegen was gut war. Ich glaube aber, ja, genau. Elektro ist gegen Flug gut und sogar ein Volltreffer. Hast du noch eins? Come on. Nein! Schlecht. Sehr schlecht. Der Sieg wurde hiermit zugestellt. 552 für so einen Kampf. Stabil. Wisst ihr was? Dann gehen wir einfach doch noch dahinter. Wir haben noch 1, 2, 3 Minütchen. Dann machen wir das hier noch. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was ich da jetzt kommentieren soll bis da hinten, weil das ist ja jetzt wirklich einfach nur laufen. Oh, da unten ist wieder so eine. Ja, da kann man auch wieder hin, so eine. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Zum. Ja, da geht's halt zum Wasser, keine Ahnung. Ja, von hier kommt man da anscheinend hin. Da ist ein Item. Da warte ich mir jetzt aber was Großes. Mindestens ein Sonderbonbon. Weil das ist ein sehr weiter Weg, den wir hier aufnehmen. Und das noch ohne Gefährt. Also wir sind ja relativ langsam. Ist da unten... Ist ein Bojelin, oder? Oder ist das ein ganz neues Pokémon? Ich glaube, es ist ein Bojelin, was irgendwie auf dem Rücken schwimmt. Das ist ziemlich cool. Bin auch ein bisschen begeistert, dass man die Pokémon quasi von hier oben sieht. Ne? Das ist ja für Pokémon relativ weit weg. So, da hinten war ein Item. Ich bin gespannt. Ey, bitte lass das kein Pokéball sein oder so. Oder ein EP-Bonbon L oder so, wäre geil. Ein Luxusball. Ein berglicher Ball, der wilde Pokémon veranlasst. Habe ich nicht gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, außer nicht, was der Luxusball kann. Warum man ihn verwendet. Aber ich glaube, der ist ganz gut. Ah, ist ja nicht umsonst Luxusball. Also, der ist auf jeden Fall teuer. Das weiß ich, aber... Was kann er? Also Netzball ist Wasser- und Käfer-Pokémon, okay. Heilball kennen wir, da halt einfach das Pokémon. Ein behaglicher Ball, der wilde Pokémon veranlasst, nach dem Fang schneller zutraulich zu werden, okay. Aber von der Fangrate weiß ich jetzt nicht, ob der wirklich jetzt besser ist als ein normaler Pokéball. Aber erhöht dann die Bindung quasi. Es gibt ja auch irgendwie so einen Picknick-Modus, habe ich gesehen. Den müssen wir auch noch forschen, den können wir aber, glaube ich, noch nicht machen. Und ich habe bei Domtendo noch irgendwas gesehen, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich das euch schon gezeigt habe. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es war. Was war das nochmal? Irgendeine Einstellung, irgendwas? Vielleicht habe ich es auch schon gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Es gibt wirklich viel hier in dem Spiel. Okay, dann gehen wir jetzt noch gemütlich vors Tor und machen dort die Abmoderation. Das kann ich euch eigentlich auch rausschneiden. Ja, wahrscheinlich euch raus. Wir sehen uns gleich zur Abmoderation. So, meine Freunde, das war's jetzt auch von einer weiteren schönen Folge. Ich muss sagen, von Folge zu Folge wird es geiler. Nur leider muss ich jetzt endlich schneiden, damit die Folgen auch kommen. Ja, Leute, das war's von der 6. Folge Pokémon Karmesin. Wir sehen uns zur nächsten Folge und da geht's rein in Missalona City. Bis dann und ciao.